Der Micha Gehrig, der muss nämlich jetzt tatsächlich ein bisschen üben, dass ihm hier keine Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht, ob er sich nicht so wohl fühlt hier in Spa, weil der 10. Platz ist jetzt auch nicht unbedingt für ihn so der, ja, der Schnitt, weil er ist schon ein recht guter und das hat er in etlichen Rennen unter Beweis gestellt. Aber es gibt ja immer mal Rennstrecken, auch wenn sie noch so bekannt sind oder was auch immer, die dann doch dem einen oder anderen nicht so wahnsinnig liegen. Dass das jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Dann steht das mal wieder alles. Ah, okay. Wir schalten jetzt um und ich denke mal, jetzt wird nur noch die Startaufstellung in Ordnung gebracht und dann geht es hier sofort weiter. Genau so ist es. Jetzt haben wir noch mal 5 Minuten. Das heißt, das wird jetzt das Warm-up sein. Das heißt also, Startaufstellung in Ordnung bringen und dann geht es los. Attention grid, all non-essential personnel leave the grid now. Ich denke mal, wir haben das, was wir wollten, nämlich ein Rennstart in Kürze. So, da kommen die Herrschaften schon. Das ist aber, wie gesagt, die Formation Lab, deswegen gucken wir uns das mal hier aus dieser Perspektive an, obwohl die fahren hier schon verdammt zügig. Finde ich jedenfalls. Nee, nee, das ist die Formation Lab. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen verdutzt, dass das auch flüssig laufen kann hier. Dann sieht das vielleicht mal viel schneller aus. Jetzt war ich aber erschrocken. Lieber Gesangsverein. Sich echt nicht beschweren. Das ist eine tolle Rennstrecke.
Micha Gehrig, ich möchte, würde ihn gerne jetzt mal fragen, jetzt genau fragen, was, wo sein Puls liegt, beziehungsweise was ihm so durch den Kopf geht. Ich könnte mir vorstellen, dass da so einiges bei ihm momentan, ja, am Anschlag ist. Ungefähr so wie unsere CPU-Last hier. Jetzt, in diesen Sekunden, da sind die Ampeln und jetzt erleben wir den Start zum zweiten Lauf. Auf geht's, ab geht's und los geht's. Und da haben wir das ganze Spektakel. Bis jetzt alles gut. Und auch hier sieht das alles ganz wunderprächtig aus. Also, Lazors mal wieder wunderbar gekriegt. Und Edgar Ostermann ist schon vorbei an Micha Gehrig. Ja, das ist alles verdammt ruckelig. Sorry Leute, aber ich kann es nicht ändern. So, Micha Gehrig. Edgar Ostermann führt vor Micha Gehrig und auf Platz 3 haben wir dann den Jan. Auf der 4 Rösti, auf der 5 denn schon. Da haben wir den Rösti, genau, auf der... Das geht gar nicht, Leute, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, Micha Tröscher jetzt hier vor Hane. Dann haben wir hier, ja, haben wir den Arne. So, und der ist richtig hart bedrängt. Hier vorne Jens Puppert auf der 7. Gehen wir mal jetzt vorne zur Position 1. Ostermann setzt sich hier ab, also da ist jetzt momentan kein Zweifel, dass der jetzt hier den nötigen Abstand ausfährt, um hier in diesem zweiten Lauf alles dabei klar zu machen. Oh Gott, ich könnte brechen, wenn ich das Bild sehe. Leute, ehrlich, das ist der ruckeligste Stream seit langer, langer, langer Zeit. Also ich werde das jetzt hier einmal abbrechen, das kann ich so nicht mit ansehen. Wir sind sofort wieder online, wie wir das hinterher mit der Aufzeichnung machen wollen.